Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu der neuen Folge Town of Salem Ranked. Mit mir als Veteran. Und ich bin natürlich im How I Met Your Mother Universum unterwegs. Dummerweise war der Name zu lang. Ich musste deswegen das Leerzeichen zwischen Vor- und Nachnamen wegmachen. Wer kann es da nur sein? Natürlich Robin Scherbatsky. Wir stehen hier auf Position 15. Ich glaube sogar, dass ich mit dem Namen direkt alerten werde. Habe ich jetzt so im Gefühl. Wir schreiben auch mal ein Hi der rein. Aber mal schauen, was passiert. Ich glaube halt wirklich, dass ich hier jetzt alerten muss. Mit dem Namen. Wahrscheinlich waste ich meinen Alert. You just got killed by a Canadian. Hinweis darauf, dass ich Robin Scherbatsky eben als Veteran bin. Von daher hoffe ich, dass das andere begreifen. Und im besten Fall kriege ich natürlich einen Bösewichten. Oder ich waste meinen Alert. Wasted an Alert. Sehr gut. Direkt mal verschwendet. Aber okay. Die Mafia hat getötet. Anscheinend wieder ein Werwolf-Spiel. Und der Sheriff ist raus. Sofern das stimmt. Die Mandarine hat Kelly untersucht. Immerhin weiß ich jetzt, ob Kelly verdächtig oder nicht verdächtig ist. Ansonsten nicht wirklich viel los in der Stadt. Wenn es ja wieder ein Any-Mafia-Game ist, habe ich langsam keine Lust mehr drauf. Oh, Arsonist-Spiel, interessant. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einen Alert aufbewahren für später, für den Fall, dass ich in eine 1-gegen-1-Situation komme. Oh, wir haben ein Mayor. Sehr gut. Naja, noch gibt's einen Protective. Jetzt fängt er erstmal an, Leute hochzuwählen. Er fängt bei Nummer 1 an. Das heißt, wir stehen ganz unten. We have a bodyguard. Das ist aber ganz schön sicher, muss ich sagen. Wie kommst du da drauf, dass da ein Bodyguard ist? Komm, jetzt claim einfach Bodyguard. I'm the Jailer. Sensationell. Ich liebe dieses Spiel. Jetzt ist, wenn es einen Bodyguard gibt, ist er in der Zwickmühle, Mayor oder Jailer. Normalerweise muss er auf den Jailer gehen und er darf raus, sich der Jailer nimmt den Mayor mit. Aber okay. I will revive Mandarine this night. Sagt Castiel. Gut, er wurde gedoust, von daher macht das Sinn. Das ist immerhin, ist schon gut von Castiel. Albert Guilty bei einem Jailer-Claim. Er wird auf jeden Fall sterben. Die Frage ist, ob jetzt oder heute Nacht. Jimmy macht weiter. Der Jailer muss Albert mitnehmen. Zu 100%. Weil er hat geguiltied. Kann natürlich ein schlechter Jester-Move sein, aber... Würde ich sogar als Vigilante jetzt in Betracht ziehen, Albert zu erschießen. Wenn ich einer wäre. Weil du kannst ja einfach nicht bei einem Jailer-Claim in dieser Phase guiltyen. Das geht nicht. Ja. Hat er recht? Es ist halt einfach so. Da hat Captain Mather recht. Er wird jetzt Town sein. Oh, ich hoffe so sehr, dass sie das verbieten. Aber das werden sie nicht machen. Der Mayor hat geguiltied. Ist natürlich ein schönes Fressen für einen Jester. So ganz nebenbei. Also das Beste, was passieren kann, ist Jester sein und dann in den Vote for Wall rein zu gelangen. Nichts claimen, einfach geguiltied werden. Execute the Innos. Wenn er jetzt Town ist, dann auch. Gut.
Jetzt müsste er gekillt werden. Es ist halt. Ich weiß, dass das viele als. I died. Dass das viele als gute Taktik sehen. Natürlich ist es schon hilfreich. Es kann hilfreich sein. Aber es ist halt so ein Bullshit. Das macht das Spiel langweilig. Du brauchst nicht mehr wirklich nachdenken. Weil sobald du. Wenn ich jetzt Veteran claim oder einer Counter claim, müssen sie sich entscheiden. Entweder sie lynchen mich oder den anderen. In den meisten Fällen wählen sie sich gegen mich, das ist meine subjektive Wahrnehmung. Wahrscheinlich wird es im Schnitt nicht stimmen, sondern eben wirklich 50-50 passieren. Ja. Aber in vielen Fällen trifft es halt den Falschen. Und selbst wenn, heißt das ja nicht, dass der Counterclaim so ganz nebenbei wirklich falsch ist. Ich hätte jetzt übrigens nicht Mandarin wiederbelebt, sondern den Doktor. Ganz offensichtlich. Du musst den Time Protective hier wiederbeleben. I forgot to jail. Weltklasse Jailer. Oh Mann. Ja. Und du machst damit das Spiel auch kaputt. Der Jailer hat exekutiert, nehme ich an. Ja. Vielleicht war es der Arsonist, dann wäre der wenigstens raus. Noch ein Sheriff-Claim. War ein Lügner. In der Tod gewesen, das heißt, der Arsons ist echt raus. Oder ein Executioner. Naja, immerhin, keine Hexe. Aber wie gesagt, ich hätte den Doktor wiedergebracht. Weil es könnte einen Lookout geben. From James Russell to Svet. So you are a werewolf, attack odds. Das hätte ich jetzt übrigens nicht gesagt. Ich hätte das vielleicht noch genutzt. Dass er Spy claimt, war offensichtlich. Das ist aufgrund dieses Satzes hier schon offensichtlich geworden. Also. Wow. Exe ist Disguiser. Meint er jetzt diesen Executioner, dass er eigentlich Disguiser war? Oder die Nummer 10 Exe ist Disguiser? James is some sort of evil. Macht er mit der Nummer 3 weiter? Man weiß ja nicht, welche Rolle die 3 hat. Also ich würde als Jailer erstmal die Nummer 3 wählen. Jetzt mal realistisch gesehen. Wähl die Nummer 3, verdammt nochmal. Ja, ich wähle natürlich auch den. Er hat gegiltied. Jester ist unwahrscheinlich, wäre Annie. Von daher muss man ihn hier hochwählen. Ich werde nicht guiltien, bin ja nicht irre. Weil er halt Jester sein kann, aber trotzdem. Also ich hätte Mayer hätte jetzt erstmal Mandarin hochgewählt, weil er hat noch keine Rolle geclaimt bisher. Ja, die ersten beiden haben es gemacht. Ja gut, in dem Fall ist nicht random. Es ist, weil du dumm bist und bei einem Jailer-Claim geguiltet hast. Einem Escort. Würde ich halt hier jetzt trotzdem töten normalerweise. Seth Keanu wird sagen, er wurde nicht geworblockt. Jimmy sagt Bullshit. Mit einem Retri und einem Mayor claimt er halt Random Town automatisch. War er jetzt wirklich Konsort und war so dumm beim Jailer zu guiltien? Ist echt? Wir bereiten es schon mal vor. Aber Arsonist. Okay, so viel dazu. Was für ein dummer Move. Das mal ohne Schmarrn. Da man davon ausgehen kann, dass die eher auf den Sheriff oder auf den Mayor gehen, werde ich kein Alert nutzen. Weil normalerweise müssten sie jetzt fast auf den Mayor gehen. Lookout ist unwahrscheinlich mit Spy Claim, mit einem confirmeden Sheriff. Schwierig. Wobei der Spy noch nicht confirmed wurde. Keiner weiß, ob das Whispern wirklich so da stand. In Ordnung. Den Alert nicht gewastet. Mayor down, das war zu erwarten. Wenn da jetzt übrigens ein Lookout kommt, ist es klar, dass er hier jemanden findet. Ich könnte jetzt auch anfangen, jemanden einfach als Lookout zu bezeichnen und dann zu
alerten, ist mir aber hier zu gefährlich, weil es noch viele Falsche treffen kann. Amnesiac wurde zum Executioner. Oh, James Russell will mich jetzt gleich raushauen. So 100%. Warum wispert Exe jetzt Zed Keanu an? Wir werden natürlich jetzt Exe wählen. Evils, don't vote me, please. Vier Mafia. Wenn sie vier Mafias haben, ist das Ding wieder um. Zu 100% ist das Ding wieder rum. Kay ist Mafia, okay. Da haben wir die ganze Mafias gefunden. Ja. Schon wieder ein 4-Mafia-Game. Das ist doch zum Kotzen. Jetzt alert ich. Ich hoffe, dass Manary nicht so dumm ist, mich zu besuchen. Robin Schabatsky just killed you. Doesn't matter, because again, it's a 4-Maf-Game. Schon wieder. Diese Woche wird einfach nur mit 4 Mafia-Leuten gespielt. Das ist so nervig. Weil bist du als Town so schnell am Arsch, gerade wenn du solche Idioten hast wie den Mayor mit seinem Vote for Vote-Scheiß. Ja, jetzt haben sie einen gekillt, jetzt wählen sie mich, dann war es das sowieso. Was für eine beschissene Woche. Schlauer Move vom Amnesiac Executioner zu werden. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, ich werde jetzt hier das Ding beenden, glaube ich. Oder? Will ich echt noch lange rummachen? Ich glaube nicht. Kein Bock. Ich beende das Ding. Die Mafia gewinnt, es tut mir leid. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und es tut mir wirklich leid, jetzt hier abzubrechen. Aber kommt, das Spiel ist um, wir haben verloren. Und ich kann so noch die letzte Folge für diese Woche aufnehmen. Etwas kürzer, aber okay. Ich wünsche euch was und auf Wiedersehen, Leute.